Ich habe jetzt für den heutigen Abend die letzte Rednerin anzukündigen. Hier haben wir die Katharina Walter aus München, auch weit angereist. Sie ist wiederum die Organisatorin des Hanftages in München. Und jetzt im September, Ende September, am 27. findet dort in, ja, die einzig so große Demonstration ist mir geschrieben worden, in Dunkeldeutschland, nämlich in München, wird dann dort stattfinden. Die Katharina braucht von euch jetzt ein wirklich ganz warmes Willkommen, denn das ist ihre Taufe sozusagen für die erste Rede vor so großem Publikum. Also ein warmer Applaus für Katharina, jetzt, yeah! Danke, danke, Carola. Okay. Hi, danke. Ich bin echt wahnsinnig nervös, muss ich sagen. Näher dranhalten, heißt es. Okay. Ich fange mal damit an, warum ich jetzt eigentlich heute hier stehe. Und zwar, ja, lange Jahre, ich habe wirklich lange, lange Zeit nur gekifft, so wie ihr, weniger, mal mehr, mal gar nicht, ja. Legalize-Szene, was war das? War nicht interessant, Hauptsache, ich hatte mein Pott daheim, alles war gut, ich hatte meine Ruhe, vielleicht ein bisschen Angst, ein bisschen Stress wegen den Bullen, aber das war's. Dann kam aber die Diagnose Hepatitis C bei mir. Die Behandlung war ziemlich scheiße. Die Behandlung, ich habe die Medikamente nicht vertragen, ich hatte einen allergischen Schock, mir fielen die Haare aus, ich habe überall Ausschlag gehabt am ganzen Körper, ich konnte nicht mehr schlafen, ich war aggressiv, meine Kinder, ich konnte mich gar nicht mehr richtig darum kümmern. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte auch gerade eine Pause eingelegt, weil ich mir dachte, ich will ja gesund werden, aber es half alles nichts. Ich habe echt Ausweg gesucht, was mache ich, was... Ich wusste nicht mehr weiter. Ja, dann habe ich wieder Cannabis geraucht. Dann habe ich mir gedacht, okay. Und ich bin schon, oh Gott. Scheiße. Ich bin so nervös. aber Cannabis. Ja, genau. Katharina braucht noch ein bisschen Unterstützung von euch. Aber durch das Cannabis, ich konnte wieder schlafen, ich konnte wieder am Leben teilnehmen, ich konnte wieder mit meiner Tochter sprechen, ich war nicht mehr aggressiv. Also ich war wirklich wieder eine bessere Mutter. Geht das besser? Ich halte dir das und du kannst deine Zettel, ja? So, ja. Ich halte dir das. Du kannst lesen und ich halte dir das. Okay, danke. Naja, dann war ich auf der Cultiva 2012. Ich habe mich gerade erholt von dem ganzen Schock. Und habe halt gesehen, es gibt echt eine Szene, es passiert was, es gibt Sorten für medizinisches Cannabis und es gibt Menschen, die setzen sich ein für die Legalisierung weltweit. Ja, aber was mich am meisten überzeugt hat auf der Cultiva, das war einfach, wart ihr schon mal auf der Cultiva? War einer von euch? Es ist die Hammerveranstaltung, es ist chillig, es gibt keinen Stress, jeder geht harmonisch miteinander um. Dann habe ich mir gedacht, das will ich auch, das will ich für uns alle haben. Mach was. Ja. Dann habe ich geschaut, was kann ich machen, wo kann ich mich einbringen. Und habe halt meinen Hanftag München gefunden, weil ich bin aus Bayern. Habe halt da gesehen, da gibt es ein paar Verrückte, die setzen sich ein, da machst du jetzt mit. Und das ist wirklich cool, wir sind nicht viele, das sind 2, 3, 4 Leute. Aber die paar, die kriegen ihren Arsch hoch und die wollen was machen. Genau. Und das Schlimme ist, wir sind allein an Konsumenten, sind wir 4,1 Millionen. Dazu kommen noch die ganzen Patienten und die das medizinische Cannabis nutzen könnten. Wenn wir alle aufstehen würden, ja, wenn wirklich alle mal auf die Straße gehen würden, sie würden uns sehen und sie würden uns hören und sie könnten nicht mehr wegschauen. Aber leider ist es nicht so. Also immer wieder sagen, sagt es euren Leuten, werdet aktiv, steht auf, kommt zu den Demos, macht euren Mund auf. Es ist wichtig, denn egal ob als Genuss oder als Genusskonsument oder als Patient, die Angst ist immer unser ständiger Begleiter, egal wo. Ja, yeah. Okay, yes, okay.
Ich habe ja gerade die Angst angesprochen und die ist bei uns in Bayern ja nur am allergrößten. Echt, wir haben ein wahnsinnig tolles Land. Aber wenn ich bin jetzt anmoderiert, wird ein Dunkeldeutschland auch wieder, ja. Also wir haben aber ein schönes Land, nur die Drogenpolitik, ja. Es ist wirklich nur diese beschissene Drogenpolitik bei uns, die, ja, den Ruf schädigt eigentlich von uns. Ja, und das Witzige ist ja, dass bei uns die Steuergelder so irrsinnig verbraucht werden. Ja? Ich meine, bei uns werden die Konsumenten und Patienten verfolgt, diskriminiert, willkürlich und lächerliche Strafverfolgung. Wenn man schaut, letztens ist ein junger Mann erwischt worden beim Rauchen eines Joints. Ja? Eigentlich scheißegal. Wird hier in Berlin nicht mal einen Bericht geben. Was machen die Bullen bei uns? Die schreiben eine Fahndung aus, groß in der Zeitung, und haben die Mitbürger um Mithilfe gebeten, diesen Schwerverbrecher zu fangen. Ja, es ist echt übel. Und dann der andere traurige Fall, wo sie einem Dealer einen Kopf geschossen haben, weil er weglaufen wollte. Ja? Ein Dealer ist Höchststrafe 5 Jahre. Das ist wie fahrlässige Tötung. Meint er, diese Bulle kriegt 5 Jahre? Ich glaube es nicht. Wir werden behandelt wie Höchstkriminelle, müssen uns verstecken, fühlen uns schlecht. Aber wir machen nichts böse. Viele von uns sind... Nochmal. Also, viele von uns engagieren sich ehrenamtlich beim Naturschutz, beim Tierschutz, sind hilfsbereit, politisch interessiert, gehen einer geregelten Arbeit nach, haben Familien, achten andere Menschen, und dennoch werden wir verfolgt, diskriminiert und gesellschaftlich ausgeschlossen. Klingelt es an der Tür, wird erstmal gespäht. Wer steht da vor, ja? Wer ist da? Paranoia ist an der Tagesordnung. Aber ich sage euch eins, nicht Cannabis macht paranoid, sondern die herrschende Rechtsprechung macht paranoid. Die Drogengesetze bei uns in Bayern sind hart und werden streng verfolgt. Und dennoch haben wir eins der größten Drogenprobleme im ganzen Staat. Ja? Crystal Meth ist ganz groß im Kommen. Und die ganz, ganz schlimme Droge bei uns ist eigentlich der Alkohol. Alkohol, Bier gehört bei uns zum Grundnahrungsmittel. Es ist traurig, aber fragen in Bayern, ja, das trinkt man ja schon mit der Muttermilch. Ja? So heißt es bei uns. Bier trinkt man schon mit der Muttermilch. Das ist okay, ja. Aber wir werden verfolgt. Ja. Jährlich findet das größte Besäufnis in München statt, das Oktoberfest. Bieranstich durch den Oberbürgermeister. Ganze Prominenz ist da. Hohe Politiker, hohe Beamte sitzen an einem Tisch und betrinken sich. Gott. Überall sind Schlägereien, Frauen werden angetatscht. Aber das ist völlig legal, ja? Das ist okay, das ist totaler Schwachsinn. Und aus dem Grund veranstalten wir jetzt im Herbst nochmal eine kleine Gegendemonstration zum Oktoberfest. Findet statt am 2. Wiesenwochenende um 13 Uhr am Sendlinger Tor in München. Und es wäre sehr, sehr cool, wenn ein paar von euch kommen würden. Denn ich weiß, Bayern, Drogenpolitik und so. Es ist nicht so entspannt, es ist sicherlich nicht so gechillt wie hier, aber es ist nötig, denn ich demonstriere ja nicht, weil ich Spaß haben will, sondern weil ich irgendwas erreichen möchte. Ja? Ich möchte was verändern. Ein großer Mann sagte mal, I have a dream. Auch wir haben einen Traum. Gebt das Hanf frei, würde ich sagen. Danke. Katharina, das hast du super gemacht. Vielen, vielen Dank. Also am 27. September in München sind wir verabredet, wer es schafft. Wer vielleicht noch ein bisschen Urlaub hat, machen wir einen großen Bogen um die Wiesen und dann gehen wir die Katharina unterstützen. Hinter mir wird schon kräftig aufgebaut, die brauchen noch ein bisschen. Und das ist Götz Wiedmann mit Billy rückwärts. Ja, das ist schon mal ein schöner Applaus. Und wie ihr wisst, ist das unser Schlussakt.
Um 22 Uhr pünktlich müssen wir dann nämlich die Tore hier schließen. Dann wird nämlich die Hanfparade 2014 zu Ende sein. Ich möchte aber euch noch auf den Weg geben, dass wir uns bald eigentlich wieder treffen können, nämlich genau hier an derselben Stelle, an der gleichen Stelle, nicht an derselben, weil wir sind nicht direkt am Brandenburger Tor. Am 30. August findet die Demonstration Freiheit statt Angst statt und die beginnt dann an diesem Samstag um 14 Uhr am Brandenburger Tor. Weil es so schön ist, gemeinsam für etwas zu kämpfen, sage ich doch, treffen wir uns spätestens dann wieder.